Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Ich werde das Spiel mal starten, Folge 3 machen. Ich habe es mir gerade schon hier runtergeladen, wie ihr seht, und alten Account habe ich auch wieder gefunden. Dann werde ich da mal schnell die Dailies machen. Ach, das sind wir ja schon. War nicht immer mehr. Achso, das ist ja die noch. Alle einkassieren. So, genau. Und dann werden wir jetzt erstmal den Bauarbeiter losschicken. Der soll das Gebäude kann ich reparieren. Ah, genau. Ich mache den hier einmal. Zack. Den mache ich sofort fertig. Beschleunigen. 30 Minuten. 10 Minuten. 1, 2. Und den werden wir einmal voll machen. Da war ja gar keine Minute mehr. Den dann auch nochmal. Dann haben wir alle auf 6 war es, glaube ich. Ja. 30 Minuten, 10 Minuten. Für eine Minute habe ich gar nichts mehr. Lass mal erstmal 2 Minuten da rumtrödeln. Da werde ich schnell nochmal VIP machen. Die tägliche Belohnung geholt. Kommandant. Ach, nehmen wir den. Sammeln. Kleopatra war gut in Sammeln. Ja. Dann werden wir den schon mal ausbilden. 250. Den hier 250. Und den auch. Der kommt gleich dran. Forschung. Voll. Upsa. Upsa. Forschung. Ach, da war es drauf drücken. Auch voll. Nein. Ich muss erst eine Forschung machen. Erste Forschung. Erst das Gebäude aufleveln. Okay, der ist fertig. Noch 250.
nachdem, es war auch schnell. Eine Stunde, 30 Minuten, 5 Minuten und 3 Minuten warten. Gut, dann haben wir da noch eine 9 stehen, die werden wir einmal kurz wegklicken. Rechts beanspruchen. Die Überprüfung wie jedes Mal 1, 2, 3. Okay. Kommt der Mond dran, Eroberungskrieg. Kreuzrittererfolg. Nachrichten. Gratis drehen. Oh, ich muss Level 8 sein. Das ist ja nichts dabei. Ah ja. Einer will übersehen. Achso, das ist der, ja. Das geht hier nicht. Kampagne. Oh, ja, schön. Sachen abholen. Yippie. Bündnis, erstmal die Technologie. Bald habe ich es geschafft. Was jetzt noch? Kommandant. 4 Stück. Was ist mit dem 4? Keine Ahnung. Gut, dann ist genau das Labor ist fertig. Dann können wir endlich weiter forschen. Wir gehen auf Wirtschaft. Was kann der jetzt bauen? Schön. Hat er was zu tun. Und wir gehen weiter an die Dailies. Da sind die Dailies. Ich fange mal von unten an. Ein Handel. 5-mal. Da ist er. Das brauche ich auf jeden Fall. Das. Und das Rest eigentlich nicht.
Das geht eigentlich, das Damage Plus, das bringt mir gar nichts. Diamante muss ich behalten. Einmal gratis wechseln. Oh, Damage Plus. Den muss ich mir auf jeden Fall holen. Den und den. Das war's. Fünfmal gekauft. Jetzt muss ich zu dem Kommandant gehen und solche Wissensbücher geben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Talente. Komm, das wird unsere Friedensfrau. Einen Talentpunkt habe ich noch. Warum schon dann? Gut, 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 gut. Habe fünfmal gegeben. Dann wieder nach unten. Jetzt haben wir 24 Stunden. Okay. Steine genommen, jetzt kommt Holz. Proviant. Fünf Ressourcen nehmen, sind auf Ressourcen. Ich nehme dann die beiden Kisten und hiervon nochmal drei. Ressourcen genommen, ach, gleich schon fertig. Silbertruhen öffnen. Total vergessen, hätte ich ganz am Anfang machen müssen. Den haben wir schon. Okay. Sind vorbei? Keiner da. Einheiten heilen. Also muss ich gegen Barbaren kämpfen. Bei 11 habe ich Probleme, deswegen kämpfe ich einmal gegen Level 10er. Kopf um Kopf. Und marschieren. Oh, das wird knapp. Schaffe ich nicht. Schnell Unterstützung hinterher schicken.
Ich glaube, übrigens, meine war gerade schon rot und er war noch gelb. Deswegen wird meine Kriegerin schneller tot sein wie er. Super. Boah, hier von 15.500. Bei UUC ist aber nicht ganz so schlimm. Jetzt können wir auch die Leute heilen. 3 Sekunden. Eine super schnelle Heilung. Ich habe nur gute Ärzte bei mir im Krankenhaus. So. Ach, das hat schon als 2 Kämpfe gezählt. Das ist ja nice. So, dann müssen wir noch einen Kampf machen. Das schaffst du alleine. Muss ich nicht zugucken. Da ist ein Fall. Vorbei. Oh, kriegen wir nicht fertig. Steine sammeln. Da. 10.000 muss ich transportieren. Sagt sich 7.500. Ich muss bestimmt wieder an den König, der mein Gebiet regiert, was abgeben. Boah, ist das weit weg. Boah. Erstmal ein bisschen wegzoomen. Ach, ich bin in gar kein Gebiet drin. Ne? Ich bin genau daneben. Das ist auch gut. Oh, ein Geschenk. 30 Krieger. Das untersucht die Höhle. Ja, wo ist er? Ist dann was ziemlich schnell. Ach so, der reitet einmal außen. Er ist oben dann nicht kürzer. Kommt da angeflitzt. Oh, nur eine Staubwolke gesehen. Okay. Mal ran. Gleich kommt sie hier lang. Okay.
Was habe ich noch, was ich machen muss? Holz. Ein 11.000. Ja, ist ein bisschen viel. Okay. Dann haben wir noch. Oh, nein. Nein. Holz, da ist es. Ah, geht doch. Gut, dann habe ich jetzt noch einmal die Nahrung. Die lasse ich gleich am Ende einmal durchlaufen. Und die vier Truhen. Sind da schon wieder eine frei? Jo. Die anderen zwei hole ich mir jetzt so, weil ich habe ja noch genug Schlüssel. Bestätigen. Quest abholen. Und das war es dann auch schon. Die lasse ich auch in Ruhe sammeln. Das geht nicht. Dann werde ich gleich noch einmal den letzten Sammler losschicken. Aber das werdet ihr ja nicht mal miterleben. Nochmal hier gucken, mein Kommandanten. Da ist etwas los. Und das war's. Gut. Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Schnelle Kurzrunde für die. Kommt schon wieder einer zurück. Da sind wir. Ah, und dann schicken wir den nochmal los. Warte nochmal die paar Sekunden, Minuten, Jahre. Eine Minute. Komm schon, dann können wir den nächsten nur schicken. Und beim nächsten schicke ich halt alles los, was tragen kann. Weil ich brauche Proviant. Ich habe nur 85.000.
Proviant suchen und alles sammeln. Ich mag scheitern, aber ich gebe mein Sohn, wird unsere ruhmreiche Linie weiterführen. So, jetzt kommt Cleopatra auch wieder, kein Problem. Wir haben unsere Daily schon fertig. Deswegen würde ich jetzt das Spiel beenden. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht so dabei seid. Die geht noch hin. Ich habe wieder gewonnen. Hurra. So, und bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.